So, da das jetzt so easy war, machen wir gleich den nächsten Clan-Bericht, bevor die noch schlechter werden alle. Im Weststollen. Barheim. Barheim-Tunnel. Okay, da war ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon hinkomme. Weil der Barheim-Tunnel kriege ich ja erst auf, wenn ich diese eine hässliche Nebenmission gemacht habe. Das heißt, den hier kann ich noch gar nicht machen. Und dann heißt es, dass ich jetzt den Aprius-Sümpfe. Okay. Aber da ist noch ein bisschen stark alles gewesen. Machen wir der Höllenritt Blender. Mosphora Berge. Weil ich komme noch nicht in den Tunnel rein. Ich muss da diese eine hässliche Mission machen, da oben bei den. Bei den Anglern, das was nicht ging, ist eine mal. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Das war jetzt ja eigentlich nur eine Minute Kampf. Ist auch schön. Nein, nicht hier. Okay, da. Müsste richtig sein. Du vielleicht. Okay. Ja, das wissen wir schon. Nein, ich will nichts mehr wissen. Sollten die Schreine reparieren. Nur wie? Warum gehe ich immer auf diesen Roboter? Hausierer Url. Jagd auf Blender. So, dann machen wir jetzt die eine oder andere Jagd. Die gehen immer schnell, dann habe ich viele Folgen. Und trotzdem bin ich dann zufrieden. Oh, dass es da keine Kurzdinge gibt, das regt mich auf. Kurz vor der Totenstadt Nabudes. Salika-Wald. Kostet jetzt mir natürlich wieder der ein oder andere Steinchen. Neapel jetzt in Führung, Milan in Führung. Das heißt aktuell Juve nicht in der Champions League und das bedeutet, CR7 wechselt. Er hat gesagt, er hat einen neuen Verein. Wenn sie die Champions League nicht erreichen, geht er definitiv. Wenn sie es erreichen, weiß man es dann nicht. Er wollte wahrscheinlich Champions League-Sieger werden mit Juve. In die Geschichtsbücher eingehen, hat nicht funktioniert bis jetzt.
Ich hätte es auch Buffon nochmal gegönnt, den Titel zu holen, hat ihn nie geholt. Aber manchmal geht es eben nicht. Wow, das sieht geil aus. Okay, da ist er. Wie komme ich da hin? Hi. Okay, der hat erstmal böse Sachen gemacht und das ist der Sieg über Blender. Ich glaube, wenn man nicht so stark ist wie ich, könnte der tatsächlich Probleme bereiten, weil wenn du intakt hast, also nicht mehr dich bewegen kannst oder so, kann ich mir vorstellen, dass der auch ganz schnell 2-3 Attacken hat, die dich einfach down machen. Okay, jetzt die letzten zwei Folgen waren easy peasy. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon fast zu leicht. Nein! Doof. Eins umsonst verkackt, aber wie habe ich verkackt, Mann? Den Stein habe ich aber jetzt richtig dumm versaut. Das war jetzt wirklich dumm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen.